Staatliche Sekretäre ohne professionelle Eignung, solche Kandidaten sollten besser in den Parteigeräten verwendet werden oder Minister machen. Der Leiter des thüringischen Staatskanzleis Benjamin Hoff und Premierminister Bodo Ramelow im Januar in Erfurt, Deutsche Presseagentur: Es ist zweifellos eine Errungenschaft, ein politisches Amt zu erreichen. Politik ist eine Auswahl ihrer eigenen Artikel, aber niemand wird ernsthaft sagen, dass die Politik nur für eigene Qualifikationen und berufliche Leistungen nach den Standards für jedes öffentliche Amt entspricht. Beamte, noch mehr Spitzenbeamte wie Staatssekretäre, sollten bereits über ein verständliches Mindestniveau der beruflichen Eignung für ein solches befördertes Büro verfügen. Die Regierung scheitert. Die thüringische Landesregierung des Premierministers Bodo Ramelow hat nach Meinung des staatlichen Prüfungsbüros gescheitert. In einigen staatlichen Sekretären könnte die Eignung bestenfalls erraten oder gar nicht erfüllt werden. Die Regierung lehnt ab. Sollte zurück sein, aber selbst die Staatsanwaltschaft fordert die Szene auf. Es war nicht erkennbar in dem Ansatz, dass eine beste Auswahl hätte stattfinden können. Es kann jedoch angenommen werden, dass die politische Haltung auf jeden Fall einwandfrei war. Dann sollten sie die Kandidaten bei den Parteikosten im Parteiapparat besser nutzen oder sie Minister machen.